Ein Biogefahrgutbehälter bei Oregano. Oh, ist er wieder da? Ja, ja. Oh, Kamera. Hier schlafen schon alle. Zumindest spielen sie dann nicht mit Rekrut. Nee, ich meine, bei mir hier. Bei dir schlafen schon alle, was? Ja, Christine schon im Bett und der Tom, der schläft auch schon auf der Couch da drüben. Und mein Hase, der liegt auch die ganze Zeit in der Röhre und bewegt sich nicht. Und das macht mir noch ein bisschen Sorgen, weil normalerweise, ich habe ja frisches Futter reingelegt, so dass dann immer komisch, wenn sie dich sofort fressen. Mist, eine Twitch-Drohne. Ich spiele meinen Joker. Es bleiben 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Ich suche meinen Begleiter. Gift platziert. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter nicht gefunden. Sie versuchen ihn während des Angriffs aufzuspüren. Starte Störsender. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter aufgespürt. Magazine. Ich suche nach Feinden. Feindsuche. Wenn du in dieser Zone bleibst, wirst du von Feinden entdeckt. Du wirst die Gegner sichern den Behälter. Ah, fuck. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Keine Infos irgendwie gehabt, ja, wo was ist. Irgendwie. Ich habe auch nirgendwo einen gesehen, außer die, dass vorne so viel am Radar am Haupteingang war, aber da war es ja noch am Anfang. Ja, im Haupteingang und vom Seitenring haben auch welche gefeuert, aber da kam nie einer rein. Da habe ich immer gewartet, aber ist dann oben einer erschossen, oder irgendwann bin ich dann nochmal nach oben. Das war dann jetzt ein bisschen zu spät. Ja, Messern geht ja auch, ne? Get your kills. Super. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Keller sind sie nicht. Sehr oben schön. Sind sie. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Ja. Wir müssen es auf jeden Fall aufs Dach schaffen und versuchen, durch die Fenster am Vordach und am Kinderzimmer zu fließen. Wenn sich unsere Leute nicht schon geil vorkommen, die schon aufschießen, bevor man noch andersweise da ist. Ein sehr großes Wenn. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Ja.
Ja, natürlich alles aufgefused. Mist, hier oben ist schon einer. Ich hab mich getötet. Gunnar, in dem Tower ist einer da, wo du gerade. Gespottet. Wo sind die scheiß Kameras? Das Valkyrie-Cam könnte so überall sein. Da liegt eine, genau. Hat einer geschrien. So getroffen, ne? Hast du da schon mitgestimmt? Nein, soll ich? Ich überlege gerade, weil ich habe auch noch nicht. Wir könnten ihn jetzt rauskicken. Ja, aber dann verlieren wir. Wir verlieren auch so. Ich meine, weiß man nicht. Mit Sicherheit soll das fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Hätte er nicht eine Sekunde früher sterben können, dann hätte man noch rausvoten können. Was kannst du eigentlich? Why is he against me? I have 3 kids. Why me? What can I do? Because it's funny. Dafür muss man ihn direkt eigentlich schon wieder. Okay. Okay. Ja, I didn't do it, genau. Ja, als ob. Der Affe, ey. Den Raum verbarrikadieren. 184. Den Biogefahrgutbehälter schützen. Sieht auch sehr lustig vor. Nachladevorgang! Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt hingehen soll. Ich meine, hier im Tower auf der Nordseite habe ich nicht so viel. Im Keller vielleicht. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Oha. Alter. Haupteingang, oder? Ne, Haupteingang nicht. Hier diesen Seitenraum. Ja. Der Chica-Penner hier rum, dann gehe ich mal zum Tower. Boah, jetzt rennt der mir hinterher, Alter. Naja, geh mal besser, Alter, bevor ich den Kopf schieße, du blöder Affe, ey. Gott. Ich kann nicht mehr kickvoten, den Lutscher, ey. Okay, ich bin im Tower. Türen sind noch zu.
Da sind sie, im Übergang. Da ist einer meiner Falle gelatscht, das war schön da vorhin, ja. Ah, klar, ey. Weiteren Zugriff auf den Bio-Gefahr. Alter, ich weiß gar nicht, wie viel ich noch killen soll.